Hi Freunde, willkommen zum nächsten Part mit dem FC Barcelona. Ich habe euch ein Klassiko versprochen und deswegen bekommt ihr kein Klassiko heute. Na, es ist leider ein bisschen blöd gelaufen. Anscheinend gibt es Vereine, die noch im spanischen Pokal aktiv sind. Verstehe nicht warum. Wir sind ja leider schon rausgeflogen und deswegen, weil Real weitergekommen ist, ist die Partie verschoben worden. Und dementsprechend müssen die jetzt im Pokal ran und wir haben eher ja, nicht ganz so aufregende Gegner heute, nämlich Levante und danach glaube ich RCD Mallorca. Das heißt zwei Spiele, wo wir ja, schauen müssen, dass wir natürlich beide Spiele gewinnen. Wir haben danach, nach diesen beiden Spielen, die Champions League, also das Hinspiel gegen Monaco, das wird ganz wichtig. Das heißt, im zweiten Spiel könnte es sein, dass wir dann vielleicht ein bisschen schonen. Und es kommen gerade einige Jungs von Verletzungen zurück. Schauen wir gleich mal rein. Und was ich mir auch noch gedacht habe, ist, was ich mit euch noch kurz checken möchte, sind die, ist das Mentoring, weil ich habe das jetzt eigentlich nie gemacht und irgendwie ist das ziemlich doof. Deswegen werden wir das jetzt machen. Ich würde mit einem Mentoring für die Defensive mal anfangen. Da ist die Frage, wen wir so haben, der da ganz gut in Frage kommen würde, der ein richtiges Vorbild wäre. Vor allem eben ein Vorbild für die beiden Jungen hier. Zielstrebigkeit 15, Persönlichkeit perfektionistisch, schon mal ziemlich geil. Er ist relativ professionell mit Zielstrebigkeit, was hat er, 14? Genau. Garcia hätte 16 und ist konsequent. Araujo hätte 16 und ist relativ zielstrebig. Das heißt, das ist eigentlich jetzt gar nicht so der Burner. Spielereigenschaften können wir noch kurz schauen. Löst sich spielerisch aus der Bedrängnis. Ist für den Innenverteidiger jetzt nicht ganz so extrem gut, finde ich. Trägt den Ball aus der Defensive schon etwas besser. Also ich nehme mal den Eric Garcia, der hat auch super Führungsqualitäten, den tun wir dazu. Genauso wie die beiden jungen Almeida und Casas. Die Frage ist Christensen, ja, der ist gar nicht so gut von der Zielstrebigkeit her. Aber dann nehmen wir die mal und ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch einen Singo kann ich wahrscheinlich eher nicht dazu. Nehmen wir, machen wir mal so. Dann sehen wir bedeutender Einfluss von Garcia auf diese Gruppe. Schauen wir mal, ob es was bringt. Dann machen wir eine neue Gruppe fürs Thema Mittelfeld. Dann schauen wir mal, wer hier so ein richtiger Führungsspieler sein könnte. Ah ja, Balde werde ich da noch dazu tun in der Defensive. Das macht sicherlich Sinn. Was hat der? Zielstrebigkeit 14. Energisch ist natürlich auch gut. Generell haben wir da keine großen Probleme, was das angeht, aber vielleicht können die dann auch ein bisschen davon profitieren. So, Mittelfeld, da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass ein De Jong ein ganz guter Führungsspieler sein könnte. Wo haben wir ihn? Hier ist De Jong. Zielstrebigkeit 16, Persönlichkeit Modellbürger, finde ich auch geil. Wie schaut es bei Gavi aus? 15 und konsequent. Das ist Wahnsinn, wie zielstrebig die alle sind. Pedri 14, relativ professionell. Okay, da könnte schon ein bisschen, da gibt es ein bisschen Luft nach oben. Wie gut ist Tolisso? 16 und konsequent, okay. Ich würde sagen, wir nehmen da jetzt den. Was hat denn der De Jong für Eigenschaften? Bestimmt das Tempo, das passt zu Spielmacher, löst sich spielerisch aus der Bedrängnis, wird lieber flach angespielt, trägt den Ball aus der Defensive. Das klingt eigentlich alles ganz gut und passend zu unserer Taktik. Deswegen würde ich sagen, Nico, Gavi und Pedri füge ich hier hinzu. Da sehen wir, dass die eigentlich eher gegenseitig aufeinander. Also Nico hat sogar einen Einfluss auf die Gruppe. Das heißt, so richtig mit De Jong funktioniert es jetzt nicht, aber da könnt ihr mir ja mal ein paar Inputs noch schreiben, was ich machen könnte. Bei der Offensive schauen wir jetzt auch noch kurz. Da haben wir jetzt natürlich viele junge Spieler, aber man hätte auch einen Erling Haaland, Zielstrebigkeit 20, den würde ich da schon mal ganz gerne reinnehmen. Dazu dann vielleicht Fati und Manjo. Arezzo wäre dann natürlich auch ein Kandidat, aber ich würde mal mit denen beginnen. Und da sieht man, dass Erling Haaland durchaus bisschen Einfluss haben könnte, zumindest auf Fati. Bei Thales Manjo erwarten wir uns nicht wirklich viel. Schauen wir mal. Aber bitte Inputs zum Thema natürlich gerne. Ich habe übrigens noch was gemacht. Ich habe den Eric Garcia auf ein Führungsqualitäten-Seminar geschickt, weil der hat schon Führungsqualitäten 15. Das wäre so ein Kandidat für einen zukünftigen Kapitän auf jeden Fall. Und gibt es sonst noch was? Ja, wir sind wieder Manager des Monats geworden. Natürlich auch ganz schön. So, die Aufstellung ist soweit schon mal vorbereitet. Die beiden jungen Innenverteidiger Almeida und Casas haben beide in der B11 gespielt oder spielen beide in der B11. Singo, De Jong und Haaland kehren bald zurück. Dest war ein bisschen müde und ist unzufrieden, deswegen habe ich ihn jetzt da unten gelassen. Und dafür Mukiele rechts hinten. Wir haben nach dem Spiel eher eine
Woche Pause. Thales Manyo bekommt jetzt die 11, weil nur die frei ist. Ich möchte dann schauen, Memphis habe ich gerade nachgeschaut bei der Zufriedenheit. Dem passen momentan 2 Punkte nicht. Das ist immer so ein bisschen ein Nörgler im Moment. Da ist Milan interessiert. Vielleicht können wir mit dem ein bisschen Geld machen, weil in der Offensive sind wir jetzt ja ziemlich gut aufgestellt. So. Ich hoffe jetzt heute mal, dass das Spiel nicht ganz so laggt. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen was umgestellt. Ich hoffe, dass das hinhaut. In der Aufnahme hat es nämlich eh interessanterweise nicht geleckt, nur bei mir, bei meinem Screen hier. Sonst muss ich dann noch Kabel checken. Und schauen, was ich sonst noch so machen könnte. Liegt auf jeden Fall irgendwie an der Darstellung auf dem Screen. Aber ich kenne mich so schlecht aus mit G-Sync und was es alles gibt. V-Sync gibt es, glaube ich, auch noch. In-Sync gibt es auch noch. Die kenne ich noch am besten von den dreien. Aber ja. So. Ansu Fati. Memphis mit dem ersten Versuch. Die drei Innenverteidiger. Das ist jetzt wirklich so meine Stammverteidigung, finde ich. Also die ist wirklich ganz cool. Bei Bedarf kann man den Mukiele oder den Kamara zurückziehen oder einen von den Jungen spielen lassen. Also ich glaube, das wird für die Zukunft ganz cool. Ich hatte übrigens in den Kommentaren noch jemand gefragt, warum ich eigentlich. Alter! 0 zu 1. Warum ich eigentlich mit dieser defensiveren Taktik noch immer spiele, aber ich finde halt, sie funktioniert. Also deswegen möchte ich jetzt nicht zwangshaft auf diese offensivere wechseln. Vor allem, weil die auch noch nicht so eingespielt ist. Aber der Treffer tut schon weh. Wir sehen, dass der Pass in die Tiefe super gespielt ist. Christensen sieht da ein bisschen komisch aus. Und plötzlich führt Levante gegen uns. Die sind in der Mitte der Tabelle, die sind gar nicht so schlecht unterwegs. Also ich hoffe, wir kriegen das jetzt dann hin in Hälfte 2. So, Kamera. Petri wird hier gleich attackiert. So, ja, sehr unangenehm auf jeden Fall, wie sie uns hier zustellen. Also ihr seht, wir haben wenige Anspielstationen. Jetzt geht es mal ganz gut durch. Schön gespielt, Memphis. Gerade noch geblockt. So kann es dann gehen. Da muss man dann geduldig bleiben und irgendwann ist dann die Lücke frei. Also wir haben deutlich mehr Ballbesitz. Erinnert mich gerade ein bisschen an die Pokalpartie gegen Real Valladolid. So, Garcia, Tolisso. Tejes mit der Flanke. Mukiele per Kopf, gar nicht ungefährlich. Aber kein Problem für den Keeper. Araujo passt gut auf, gleich wieder nächste Offensivaktion. Missverständnis, aber Memphis kommt nochmal zum Abschluss. Also wir kommen jetzt immer wieder gefährlich vors Tor. Also richtig zwingend ist noch nichts dabei. Wir werden jetzt in Hälfte 2 auf jeden Fall auf die offensivere Variante gehen. Macht jetzt natürlich Sinn, klar. So, Tolisso. Fati. Schade. Gegenpressing. Nächste Chance. Da habe ich schon wieder Frame Drops kurz gehabt. Aber nur auf dem linken Bildschirm, das ist so schräg. Also bitte, wenn ihr da eine Ahnung oder Idee habt, wie wir das lösen können. Alter, beinahe das 0 zu 2. Die haben bisher zwei richtig gute Chancen gehabt, eine davon drin. Ich bin nicht wütend, nur enttäuscht von ihnen. So, wir gehen auf die offensivere Variante. Wir tauschen natürlich die beiden hier. Alex Tejes tauscht mit Balde. Tejes ist heute sehr schwach. Und ja, jetzt schauen wir halt einfach, dass es mit dieser offensiveren Taktik etwas besser funktioniert. So, Tolisso. Memphis, aber abseits. Ja, geduldig bleiben. 10 Schüsse haben wir schon. 60% Ballbesitz. Geduldig spielen könnte man natürlich auch reintun, aber dafür läuft uns jetzt, glaube ich, schon ein bisschen die Zeit davon. Kamara, sehr gut gemacht. Mukiele und zu hoch für Memphis. Mukiele
finde es ganz interessant, dass der immer wieder zu diesen Kopfballsituationen da kommt. Geht da gut in die Mitte rein und ist dann gut anspielbar für Flanken von der linken Seite. So, Balde. Tolisso. Wieder Balde. Balde. Und da ist Pedri. 62. Minute, der verdiente Ausgleich. Haben wir natürlich Glück, dass der Ball genau zu Pedri prallt, aber der macht es dann in der Situation auch gut. Starker Pass von Tolisso. Ja, Balde hier. Schade, dass er diesen einen Schritt nach außen gegangen ist. Wenn der Richtung Tor zieht, dann kann er den vielleicht selber machen. So, die Müdigkeit haben wir im Blick. Fati und Memphis heute nicht wirklich stark. Fati schon ein bisschen müde. Ich glaube, ich bringe Talismanyo zum Debüt. Bei ihm der Vorteil ist, dass der halt auch eine Sprunghöhe von 13 hat. Das heißt, es ist auch durchaus einer, der recht groß ist. Aggressivität ist nicht die höchste. Da würde ich jetzt aber sowieso mal sagen, dass wir könnten ihn durchaus auf kompletter Stürmer stellen, weil er alles kann. Und dann bringen wir den Talismanyo für einen sehr unauffälligen und jetzt mittlerweile ein bisschen müden Fati. Wir gehen auf Offensiv. So, Memphis mit der Ecke, 77. Super Tackling von Garcia. Wahnsinn. Sehr riskant, aber gut gemacht. So, Kamara, Memphis, Mukiele. Gut gemacht. Flanke, Pedri. Das ist. Da bringen wir halt einfach bei diesen Kopfballsituationen keinen Druck hinter den Ball. Mittlerweile bringen wir jeden zweiten Ball aufs Tor. Das heißt, so schlecht sieht das eigentlich auch nicht aus. Pedri ist jetzt müde, Kamara ist müde, Mukiele müde. Wen könnte man noch bringen? Den Gavi könnte man da hinten noch bringen für Kamara. Na, unglaublich, so eine Partie nicht zu gewinnen. Ich hoffe, dass diese Partie oder solche Partien uns dann nicht noch irgendwie den Titel kosten, weil es ist in der Tabelle irrsinnig knapp. Und man ist die klar bessere Mannschaft. Die waren zweimal vom Tor. Beide Male war es richtig gefährlich. Also mit Pech verlierst das Ding auch noch. Man merkt halt, dass Erling Haaland fehlt. Gut von Christensen abgefangen. Also Haaland fehlt auf jeden Fall in vielen Situationen, aber ich kann jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, taktisch würde ich jetzt nichts anders machen. Also ich würde genauso wieder beginnen. Es ist halt einfach so, dass die Leistung heute nicht überzeugend war. Soll auch vorkommen. 2 Punkte vor Real. Wo waren die? 1-0 gegen Sevilla gewonnen. Die holen also weiter auf. Jetzt haben wir RC de Mallorca. Talismanyo mit seinem Debüt. Real Madrid Castilla. Trainer entlassen. So, Nian Su, den tun wir mal auf die Auswahlliste. Und ja. U19 gewinnt. Die B11 hat unentschieden gespielt. Dest ist bereit für seinen Verbleib. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr unzufrieden. Umtiti überdenkt seine Zukunft. Ja. Der soll ruhig nachdenken. Ich finde es ja so geil. Ich habe da gerade vorhin was Lustiges gesehen bei Umtiti. Da steht, will eine neue Herausforderung, da er bei seinem jetzigen Verein alles erreicht hat. In 2 Jahren. Also nee, die letzten 2 Jahre 17 Mal gespielt in der B11. Ja. Aber alles erreicht. So, Karius leider verletzt. 3 bis 4 Wochen. Da werden wir dann den Penja nach oben ziehen. Das Problem ist, wenn ich den nach oben ziehe, kann ich ihn, glaube ich, nicht mehr nach unten schieben. Ah, ich habe übrigens die Spielerbilder ausgetauscht. Das heißt, Marcos, den nehme ich jetzt einfach mit drauf. Der soll in der ersten mittrainieren. Ist ja gar nicht so verkehrt. Macht den dann immer wieder verfügbar für die U19. Aber dann haben wir einen dritten Keeper oben. Das macht schon Sinn. So, Arda Güler. Ja, ganz gut, vor allem die mentalen Werte gefallen mir gut, aber Zielstrebigkeit 5. Ich glaube, da werden wir eher nichts machen, auch wenn er kostenlos ist. Locatelli, natürlich sehr spannend. Tottenham bereitet ein Angebot für Araujo vor, das ist unser Kapitän und Abwehrchef, also
Unter 100 Millionen geht da auf jeden Fall mal nichts. Haaland steigt wieder ins Training ein. Den werde ich gegen Mallorca wieder auf die Bank tun. Aber wichtig ist, dass der dann gegen Monaco fit ist. So, wir sehen hier die Liga. Real noch nicht dran gewesen, weil sie im Pokal gespielt haben. 0-0 gegen Betis, Azpilicueta mit einer roten Karte. So. Abelardo, auch eine Legende. Er war lange bei Barca. Der möchte Arnau Solar verpflichten. Nein. So, also Fokus jetzt auf Mallorca. Wir fliegen nach Malle. Memphis verletzt 5 bis 6 Tage. Das heißt, er wird gegen Monaco vielleicht wieder fit, aber da müssen wir jetzt ein bisschen rotieren. Assistenztrainer habe ich übrigens jetzt nochmal ausgeschrieben, Thierry Henry. Wow, das ist halt richtig geil. Der ist momentan Assistenztrainer bei Belgien, aber er wäre gerne bei uns. Muss ich machen, ganz ehrlich. Eine Barca-Legende, die uns dann noch verstärken könnte. Würde ich ganz cool finden. So, Barca B spielt gleichzeitig. Wir machen wieder die beiden Innenverteidiger verfügbar. Und Kamara trainiert gut. Das ist wirklich so ein bisschen die Entdeckung der Saison. So, ich nehme den Erling Haaland mit, werde ihn aber noch nicht spielen lassen. Ich lasse den Talismanio vielleicht von Beginn weg mal spielen, weil er einfach noch mehr Potenzial hat als Trincao. Dann nehmen wir noch den De Jong mit, würde ich sagen, statt wem? Statt Nico. Und den Serginho Dest nehme ich statt Zakaria mit und tausche ihn mit Mukiele. Damit sollte man eigentlich alles abgedeckt haben, was wir irgendwie brauchen. Ja, und dann legen wir los. Schauen wir mal, wie es aussieht mit Erling Haaland. Ob wir den brauchen, ich hoffe mal ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, dass jetzt heute alles besser läuft. Im Endeffekt war das letzte Spiel ja eh nicht schlecht, aber naja, Lago Junior immer noch bei RCD Mallorca. Den haben wir schon in unserem Let's Play gehabt. War das 2016? Ich glaube fast. Auf jeden Fall relativ lange her. Katastrophaler Pass von Fatih. Dominik Greif im Tor? Sagt mir gar nichts. Slovan Liberec. Ein slowakischer Keeper. Hat so österreichisch geklungen gerade. So, Ansu Fati, toller Pass auf Pedri. Jetzt hat er es besser gemacht. 1-0 in der 8. Minute. Pedri kommt jetzt momentan auch so ein bisschen besser in Fahrt. Also zumindest deutlich torgefährlicher als noch zu Beginn der Saison. Manjo, Fati und dann der Pass in die Tiefe. Pedri nimmt den gut mit. Und der Abschluss richtig gut. 8. Minute damit die Führung für unsere Mannschaft. Drei Abschlüsse haben wir schon, 60% Ballbesitz. Also jetzt läuft es eigentlich ja nicht viel anders als im letzten Spiel, aber wir haben halt jetzt gerade einfach das Glück gehabt, früh das Tor zu machen und keines zu kassieren. So, die Chance warte ich noch ab, dann wird es vielleicht mal Zeit für ein erstes Lob. Pedri auf Dest. Ah, Dest. Die Gelegenheit hat er da verpasst, an Pedri in die Tiefe zu schicken. So, Alex Telles. Fati, guter Versuch. Greif mit der Parade zur Ecke. Die war gut von Telles auf den langen Pfosten getragen. Wirklich kein schlechter Versuch. Greif mit dem Abschlag. Den haben wir sofort wieder. So, Alex Telles.
setzt sich hier durch. Und Talismanio, guter Versuch, knapp drüber. Bin sehr gespannt, wie sich der entwickelt. Wir haben ja so gute Talente jetzt da vorne drin. Gehe davon aus, dass wieder Kommentare kommen werden, dass ich viel zu viele Talente hier horte. Ich glaube, es gibt immer was zu kritisieren, aber ich finde es eigentlich ganz gut so. Also, boah, richtig gefährlich hier. Hinten herumgespielt. Ja, weil ich plane jetzt nicht langfristig mit einem Memphis und sobald da ein Angebot kommt, müssen wir nicht mal einkaufen. Wir haben dann noch Šeško und Arezzo verliehen, also das ist natürlich sensationell. So, ich sage ihnen, dass sie nicht zulassen sollen, dass sich da das Blatt wendet, also dass sie quasi konzentriert bleiben sollen. Wir ja, loben wir sie mal, weil die Körpersprache eh gerade ganz gut ist. Das ist so schräg. Diese ganzen Lags nerven mich irrsinnig. Ich weiß, ich rede da jetzt fast jeden Part drüber, aber wenn da irgendjemand Tipps hat, ich gebe eine Runde Bier aus und denjenigen, der mein Problem hier lösen kann. So, wo ist die Lücke? Alex Tejes. Mikanovic blockt zur Ecke. Aus der wird leider nichts. So, statt Talismanio bringe ich jetzt den Trincao rein. 60 Minuten Zeit gehabt zu überzeugen, hat leider nicht geklappt, aber der Junge ist erst 20 und gerade erst zu uns gekommen, also da müssen wir natürlich auch geduldig bleiben. So, Petri, Dest, Fati. Und der war richtig gut gespielt. Ich weiß nicht, ob er zählt, das war nämlich abseits, glaube ich. Aber sensationell auch verwertet von Trincao, bin jetzt mal gespannt. Aber ich glaube, der war vorn. Jo, leider. Aber sensationell, wie er das gemacht hat. Schauen wir uns hier nochmal an. Oh, hauchdünn. Toller Pass von Pedri. Richtig schade, das wäre natürlich super gewesen, so kurz nach der Einwechslung hier. Und jetzt ist Dest verletzt. Da bringen wir Mokiele rein. Sehr bitter. Und Pedri und Tolisso werden müde schon langsam. So, jetzt wäre es natürlich super, wenn wir das 2-0 machen, einfach um ein bisschen mehr Ruhe da reinzukriegen. Petri. Pass wieder zurück. Spiel doch, wie lange der wartet hier. Oh, haucht ihn drüber. Trincao, sehr gefährlich. Gutes Spiel bisher. Ich nehme jetzt dann den Petri, glaube ich, noch raus, weil im nächsten Spiel wird sowieso De Jong statt Tolisso spielen, das heißt Tolisso auf der Bank sitzen. Dann kriegt Petri die Pause noch. Aufpassen auf den Konter, Christensen ist da, jetzt nur keinen Fehler machen. Schöne Seitenwechsel, Tejes, Trincao. Oh, der war wieder gut gespielt, sah wieder nach Abseits aus. Aber ich glaube, das zählt jetzt. 2-0 Ansu Fati, ganz wichtig. Damit können wir ein bisschen beruhigter jetzt in die Schlussphase gehen. Hier sehen wir nochmal Alex Tejes, dann Trincao, wieder Tejes und der Pass ist super gespielt. Toller Assist von unserer Neuverpflichtung Alex Tejes. Damit das 2-0. Jetzt können wir für die Schlussphase, also geduldig spielen, haben wir eh drin. Ich würde sagen, das können wir noch reintun. Gavi auf Trincao. Ach, Real geht wieder in Führung. Sauknapp vor Schluss. Boah, Gavi mit dem Versuch. Beinahe das 3-0. Schön gespielt. Geile Kombination. Und Trincao entscheidet sich da meiner Meinung nach für die falsche Ecke. Wenn er den in die kurze köpft, dann ist der Torwart chancenlos. Gavi, Mokiele, Kamara. Was macht Mokiele jetzt?
87. Minute wieder Trincao. Der hat halt auch diese körperliche Präsenz da vorne drin. Ich mag ihn ja auch gerne, muss ich sagen. Die große Herausforderung wird sein, unsere Offensive da vorne dann zu managen, um die alle bei Laune zu halten in Zukunft. Was geil ist halt, dass du echt mit der Offensive 10 Jahre lang spielen kannst, ohne dass du da jemanden neuen holen musst, abgesehen von Memphis. So, Alex Tejes, 91. Guter Freistoß, knapp drüber. Ich glaube, das war wieder Trincao. Also der macht ein richtig gutes Spiel. Empfiehlt sich damit auf jeden Fall für weitere Einsätze in der Zukunft. Tolisso da noch mit dem Foul. Gibt's da? Ne, gibt's nicht mehr. Das war's. Wir gewinnen mit 2:0 auswärts in Mallorca. Alles gut soweit. Schauen wir nochmal kurz gemeinsam auf die Tabelle. Jo, alles in Ordnung, würde ich mal sagen. Machen wir hier jetzt den Cut. Ich muss nämlich die Katzen reinlassen. Die regen sich da draußen schon auf. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächster Part dann mit dem Champions League Hinspiel gegen Monaco. Das wird richtig spannend. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.